Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wie immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Mittwoch schauen wir wieder mal gemeinsam auf die Liebe und ich habe mir gedacht, da ja gestern Sommersonnenwende war und Sommeranfang war, dass wir mal schauen, was denn so die Liebe im Sommer für die Feuerzeichen bereithält. Also schauen wir heute nach den Elementen für Widder, Löwe und Schütze. Und zwar habe ich mich entschieden, wieder mal das keltische Kreuz zu machen, weil wir das schon lange nicht mehr hatten, wo wir schauen, welche Energie ist denn gerade am Wirken, was kreuzt denn das Thema, was ist denn im Bewusstsein, im Unterbewusstsein, was kommt denn aus der Vergangenheit, was ist denn die nahe Zukunft, was ist denn gerade bei dir, bei deinem Dasein, was kommt denn von außen, was sind denn deine Wünsche und Hoffnungen, was sind denn deine Ängste und was ist denn das Endergebnis der Legung. Es ist wie immer ein allgemeines Orakel, meine Lieben. Es kann auf euch zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Gut, dann schauen wir mal, welche Energie ist denn gerade am Wirken. Dann habe ich die Königin der Stäbe und das Thema, was es kreuzt, ist die Gerechtigkeit. Also, du bist gerade bei dir in deiner Kraft, in deinem Mut, in deiner Stärke. Du bist gerade in deiner Feuerenergie. Du gehst mit Tatkraft voran, mit Schnelligkeit voran, mit Leidenschaft voran. Du willst etwas Neues in die Welt bringen, etwas Neues in die Liebe bringen, etwas Neues in diese Verbindung bringen. Du bist eine sehr, sehr leidenschaftliche Person und wirst auch so wahrgenommen. Du hast eine sehr, sehr erotische Ausstrahlung. Das weißt du auch, ne? Also du bist auch jemand, der sich gerne attraktiv kleidet, sehr sexy kleidet. Du trägst auch gern die Farbe Rot, also Rot steht da sehr gut. Und ja, du willst etwas Neues, etwas Feuriges, etwas Leidenschaftliches in die Welt, in diese Verbindung, in diese Liebe bringen. Ja. Hier geht es auch gerade ganz sehr um Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit in diese Verbindung kommt, dass die Balance, dass der Ausgleich, dass hier Fairness reinkommt und dass hier eine faire Entscheidung getroffen wird. Ne? Es geht auch darum, dass du gerecht mit dir bist, dass du im Ausgleich und der Balance bist und klare Entscheidungen für dich triffst, die dir gut tun, die dich in die Balance bringen, in den Ausgleich bringen. Ne? Und dieser Ausgleich, diese Balance, das ist auch von oben geführt und beschützt. Also du bist ja sicher, dass dieser Ausgleich, diese Balance, diese Gerechtigkeit in deinem Leben ist und dass das auch in dein Leben kommt und dass alles, was passiert, jetzt vom Engel der Gerechtigkeit unterstützt wird. So, was liegt denn im Bewusstsein? Dann haben wir die Welt und das Ast der Stäbe. Also dir ist bewusst, dass ein alter Zyklus zu Ende geht oder zu Ende gegangen ist und dass ein neuer Zyklus beginnt. Das kann hier auch für eine Reise stehen. Die Welt kann auch für eine Reise stehen. Das kann eine Seelenreise sein, ne? Damit du hier in die Transformation gehst, damit du hier wie eine Blüte aufblühst. Das kann ein Umzug sein, ne? Und du weißt ganz genau, dass es hier Chancen und Möglichkeiten auf einen leidenschaftlichen Neuanfang gibt. Entweder für dich mit einem neuen Menschen oder mit einem Menschen, den du hier gerade in Gedanken hast, wenn du dieses Video schaust, ne? Das ist dir bewusst, dass es hier einen leidenschaftlichen Neuanfang geben kann und geben wird, der sehr transformativ ist, wo hier ein neuer Zyklus beginnt in eurer Verbindung, in eurer Liebe, ne? Oder vielleicht mit einem neuen Menschen, ne? Das kann durchaus sein, dass es hier auch schnell kommen wird, dass es hier sehr leidenschaftlich sein wird mit Passion, dass man hier auch etwas Neues in die Welt bringen möchte. Also das ist so dein Thema, ne? Dieser feurige
Stopp, da Leidenschaft, wo hier Wachstum da ist, ne? Wo hier, ja, wo etwas mit Herzblut verfolgt wird, mit Passion verfolgt wird, wo Tatkraft da ist, wo diese Feuerenergie brennt, wo man sich dafür einsetzt, ne? Und um hier diesen Diamanten zum Leuchten zu bringen, ne? Dieser Diamant in dir vor allem, ne? Dass hier Transformation stattfindet, gerade in deinem Leben, dass hier ein alter Zyklus zu Ende geht und du dich hier in dieser Verbindung, in dieser Liebe transformierst und was ganz, ganz Neues hier beginnt. So, dann schauen wir mal in dein Unterbewusstsein. Also was du nicht auf dem Schirm hast, dass hier schon jemand sehr, sehr leidenschaftlich unterwegs ist, dass hier jemand auf dem Weg zu dir ist, sehr leidenschaftlich, sehr schnell, sehr passioniert, auf dich zukommt und eigentlich genau in der gleichen Energie ist wie du. Ne? Also auch wieder ein Feuerzeichen, Widder, Löwe oder Schütze, genau wie die Königin der Stäbe. Es kann sein, dass ihr hier beide sehr viel Leidenschaft habt, sehr viel Passion habt, sehr viel, sehr impulsiv seid, sehr schnell seid in eurem Tun, ne? Und es ist ja nicht bewusst, dass dieser Mensch schon entweder in deinem Leben ist oder auf dich zukommt und hier sehr leidenschaftlich und feurig auf dich zukommt. Es kann auch jemand Neues sein, ne? Weil es noch im Unterbewusstsein liegt. Aber irgendwie fühlst du das schon. Was kommt denn aus der Vergangenheit? Dann haben wir hier die Fünf der Schwerter. Diese Karte hatte ich zum Beispiel bei den Luftzeichen. Ja, das kann in Resonanz stehen. Schau dir vielleicht mal die Luftzeichen an. Da ist genau das gleiche passiert. Also aus der Vergangenheit, hier hatte ich jemand hinterrücks sehr verletzt, sehr ans Leid gebracht, sehr zum Weinen gebracht. Hier hatte jemand zwei Schwerter in den Rücken gerammt. Das hast du nicht kommen sehen. Na? Hier hat sich jemand davon gemacht und dich mit zwei Schwertern im Rücken zurückgelassen. Mit Leid, mit Schmerz, mit Tränen. Dein Herz hier durchbohrt von hinten. Dieser Mensch ist sich bewusst, also jetzt, wo dieser Mensch ein bisschen Abstand hat, ist sich dieser Mensch bewusst, was er getan hat. Hier dreht sich jemand nochmal um. Und es gab auch immer viel Streitigkeiten, viel Machtkämpfe in dieser Verbindung. Und ja, das ist dir was Leidvolles, was Schmerzhaftes in dieser Verbindung passiert. Wo du viel Tränen vergossen hast, wo dir es schwer ums Herz war. Und ja, wo dir etwas widerfahren ist, mit dem du nicht gerechnet hast. Also es kam plötzlich. Also diese Schwerter, die dich hier durchbohrt haben, das kam wirklich plötzlich. Also das hättest du diesem Menschen nicht unbedingt zugetraut. Also wie gesagt, bei den Luftzeichen lag auch so eine Energie, die wirklich nicht schön war. So, dann schauen wir mal, was ist denn in der nahen Zukunft? Dann habe ich hier den Porsche der Kelche. Das kann ein Wasserzeichen sein, Fische, Krebs oder Skorpion. Oder einfach nur diese Energie. Es gibt hier ein Angebot von einem Menschen, eine Entschuldigung von einem Menschen, eine sehr liebevolle Energie, eine sehr gefühlvolle Energie, die hier liegt. Dieser Mensch kann jünger sein als du oder einfach nur so einen jugendlichen Spirit haben. Und es kommt etwas Entschuldigendes auf dich zu. Das möchte auch sein nach dieser Energie hier, die sehr schmerzhaft und sehr leidvoll für dich war. Ne? Also hier geht jemand in die Gefühle, geht ins Herz, geht ins Licht und ja, möchte sich entschuldigen und hier wieder Liebe und Licht in diese Verbindung bringen. Dann schauen wir mal auf dich, auf dein Dasein.
dann haben wir hier den Herrscher. Also was ich hier ganz klar wahrnehme, dass du anfangen solltest, in deiner Feuerenergie zu bleiben und über dein Leben zu herrschen. Ne? Der Herrscher ist der, der alle vier Könige unter sich vereint hat. Den König der Kelche, den König der Schwerter, den König der Stäbe und den König der Münzen, na, wo alles hier im Ausgleich in der Balance ist. Du solltest hier deine innere Mitte finden und dich der vier Elemente bedienen, denn du hast alles: Wasser, Luft, Feuer und Erde. Alles steht dir zur Verfügung. Was ich ja auch wahrnehme, ist, du solltest dich hier nicht mehr von einem Menschen beherrschen lassen, manipulieren lassen und nicht mehr kontrollieren lassen. Das nehme ich auch wahr. Na, dass du hier vielleicht nicht immer so in dieser Königin der Stäbe-Energie warst und dass du dich vielleicht hast auch von außen von jemanden kontrollieren und beherrschen lassen oder jemand hat so mit dieser Energie auf dich eingewirkt. Na? Und jetzt solltest du dich, für dein Leben dieser Energie bedienen, na? Und hier dein Feuer leben. Deine Impulsivität leben, deine Leidenschaft leben, deine Passion leben. Ja? Der Widder kann auch für, der Widder, sage ich, der Herrscher kann auch für das Sternzeichen Widder stehen. Also wir sind ja wirklich in der Feuerenergie drin. Ne? Also bedien dich dessen, was du hast. Ne? Wasser, Luft, Feuer und Erde. Also die Gefühle sind da, die Gedanken sind da. Die Tatkraft ist da und die Erdung ist da, die Fülle ist da, ne? Die Sicherheit ist da, die Stabilität ist da, ne? Du bist dieser Herrscher in deinem Leben. Also nutze diese Elemente, die dir zur Verfügung stehen. Komm in deine Mitte und hier sind 25% Luft, ne? Das Denken. Hier sind 25% die Kelche, das Fühlen. Hier sind 25% das Feuer und die Tatkraft. Und hier sind 25% die Erde, die Stabilität und Sicherheit. Ne? Und dann bist du 100%ig du, dann bist du 100%ig da. Und dann kannst du 100% für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse einstehen. Ne? So, dann schauen wir mal, was kommt denn von außen auf dich zu? Die 8 der Kelche. Und die zwei der Münzen. Also es kann sein, dass hier eine Energie auf dich zukommt oder ein Mensch auf dich zukommt, der sich hier abgewendet hat und der ja in so einer Ambivalenz war. Also, dass hier jemand gegangen ist, sich ja abgewendet hat, weil man hier nichts mehr Fruchtbares gesehen hat und sich ja auf den Weg gemacht hat zu den 10 der Kelchen. Und dieser Mensch war immer in so einer Ambivalenz, ne? Hat so den Ausgleich in sich nicht gefunden, hat die Balance in sich nicht gefunden und konnte sich hier nicht wirklich entscheiden. Also wenn das dieser Mensch war, der dich hier hinterrücks attackiert hat, was sein kann, weil man hier entschuldigend auf dich zukommen möchte. Also hat man das gemacht, weil man hier nicht 100% im Gefühl war, nicht 100% in der Liebe war. Ne? Die 8 der Kelche, da fehlen ja zwei Kelche, um die Erfüllung in der Liebe zu fühlen, zu spüren. Deswegen war dieser Mensch auch so in der Ambivalenz, ne? Nicht im Ausgleich. Ja, hier geht es darum, das Weibliche und das Männliche auch in den Ausgleich zu bringen, stabil hier zu sein, gefestigt zu sein, in sich den Ausgleich zu finden, so wie du das hier machst in deiner Herrscherenergie. Ne? Ja, also es kann durchaus dieser Mensch hier sein, der sich abgewendet hat. Und du erfährst hier den Grund, also der Grund kommt von außen, warum, wieso, weshalb man das hier gemacht hat, wird man dir erklären. Na, also das nehme ich ganz stark wahr. Hier wird man erklären, warum man hier nichts mehr gesehen hat, nichts mehr Fruchtbares, warum man in dieser Ambivalenz war. Also jemand, der das reflektiert hat, kommt auf dich zu. So, dann sehen wir hier mal nach deinen Hoffnungen.
dann hast du hier den Parsche der Schwerter als deine Hoffnung. Das kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage oder einfach nur diese Energie repräsentieren. Also deine Hoffnung ist, dass es hier kommunikativ weiter vorangeht. Na, dass man hier Entscheidungen trifft, dass man hier kommuniziert, dass man hier miteinander spricht und dass dich dieser Mensch, auf den du hier schaust, mit dem du in Verbindung bist, dass dich dieser Mensch dich auch von außen beobachtet, also dass dieser Mensch noch weiter an dir interessiert ist und dich vielleicht in sozialen Medien nach dir schaut und dich nicht vergessen hat. Das sind deine Hoffnungen und Wünsche. Deine Ängste. Hast du hier den Mond reingelegt, was das Sternzeichen Fische sein kann oder Krebs? Da waren sich die Deuter der Karte nicht so einig. Also deine Ängste sind hier, dass du an deine Urängste herankommst, dass deine Themen angetriggert werden, die tief in der Seele, die tief im Herzen liegen. Das sind deine Ängste. Deine Ängste sind hier auch in diesen, egal ob du jetzt hier als Mann oder als Frau schaust, hier in die weibliche Energie zu gehen, in dieses Gefühlvolle, in dieses Annehmende, in dieses Liebevolle, in diesen Zyklus des Lebens, der spirituell ist, der ein Bewusstsein nach oben hat, der auf sein Bauchgefühl hört. Ja, also dass du hier in diese weibliche Energie kommst, ne? Das sind deine Ängste, dass dann hier Themen angetriggert werden, die dich vielleicht im Herzen und der Seele wieder verletzen könnten. Deine Ängste sind ja auch, dass du dir Themen anschauen musst, die noch nicht erlöst sind, die noch nicht geheilt sind, die tief in deiner Seele liegen. Ne? Das ist aber wichtig. Ne? Also solltest du hier nicht zu deinen Ängsten legen. Das ist wirklich wichtig, dass du dich ja heilst und annimmst und auch dieses liebevolle Weibliche in dir nährst und heilst und lebst. Also wie gesagt, egal ob du hier als Mann oder als Frau schaust. So, dann schauen wir hier mal auf den Ausgang der Legung. Da habe ich ja das Ass der Kelche und den Teufel. Der Teufel ist übrigens auch bei den Erdzeichen gefallen. Also du solltest dir auf jeden Fall hier nochmal Luft und Erde anschauen. Also, hier gibt es Chancen und Möglichkeiten auf einen liebevollen Neubeginn, der auch Abhängigkeiten mit sich bringen kann. Und zwar, also ich nehme hier ganz stark körperliche Abhängigkeiten wahr, Leidenschaft, Passion, Erotik, Sexualität. Kann auch sein, wenn man sich ja wieder in der Liebe hingibt, dass man sich dann so, das Wasser ist ja so, das schwappt ja über, das fließt, das sprüht. Dass man sich dann wieder in so eine Abhängigkeit begibt, in diese Verbindung mit diesem Menschen, ne? Dass man dann nur diese Liebe sieht, nur sich darauf konzentriert, auf die Verbindung mit diesem Menschen, dass es so eine Abhängigkeit ist, ne? So eine Verstrickung ist, so eine Gebundenheit ist, ne? Und also das ist wirklich wichtig, dass du mit dem Mond hier auf deine Themen schaust, dann wird es nämlich hier gelöst, ne? Dann wird es hier gelöst. Diese Abhängigkeit, die vielleicht auch durch eine früheren Verbindung kommt oder die auch durch deine Herkunftsfamilie kommt, durch dein Familiensystem, durch deine Eltern, ne, wo noch eine Bindung da ist, eine negative Bindung, eine toxische Bindung. Es kann ja auch für Süchte stehen, Alkohol, Drogen, ne, dass vielleicht dieser Mensch das mit sich bringt. Na, auf jeden Fall gibt es hier Chancen auf eine liebevolle Begegnung, dass die Liebe fließt, dass die Gefühle fließen, dass sich hier einiges transformiert, dass
dass du auch in die Selbstliebe kommst, in den Selbstwert kommst. Na? Also, aber dieser Teufel, dieses Toxische gefällt mir nicht. Also, irgendwas wird hier mitgebracht in dieser Verbindung durch diesen Menschen. Na? Wir schauen jetzt mal in das Karten weg und dann ziehe ich euch hier mal noch eine Karte. Das habe ich gerade den Impuls. Also unterm Kartendeck liegt der Eremit und es ist wichtig, dass du hier ins Bewusstsein gehst und in die Stille gehst, dich immer wieder mal zurückziehst, um hier zu heilen, um zur Erkenntnis zu kommen, um dir bewusst zu werden, wo das vielleicht herkommt, und dir bewusst zu werden, was ja noch geheilt werden darf. Na? Um in der Stille zur Erkenntnis zu kommen, zur Bewusstwerdung zu kommen, um hier Heilung einzuleiten. Also, ich ziehe hier mal noch eine Karte. Warum liegt denn hier neben dem Ast der Kelche der Teufel? Warum liegt hier neben dem Ast der Kelche der Teufel? Dann haben wir den König der Schwerter. Ah, das bringt dieser Mensch mit sich. König der Schwerter, das kann, wie gesagt, das Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also das ist dieser Mensch, auf den du hier schaust, der bringt hier Abhängigkeiten mit. Ja. Der bringt hier Liebe mit. Da ist eine Liebe da, aber der bringt hier auch Abhängigkeiten mit. Also diese Abhängigkeiten sind bei deinem Gegenüber. Ja. Und das bringt dann auch eine gewisse Abhängigkeit in eurer Verbindung mit sich. Also das kann hier ein Mensch sein, der sehr kopflastig ist. Die Liebe eher mit dem Kopf fühlt oder denkt. Die Liebe denkt mit dem Kopf, anstatt mit dem Herz zu fühlen. Das kann dieser Mensch sein. Hier habe ich ein Schwert, der dir dieses Schwert hier in den Rücken gerammt hat. Und dass dieser Mensch eine negative Bindung hat. Oder auch Süchte hat. Ja? Oder dass dieser Mensch hier. Dass dieser Mensch hier zur Sexualität eine negative Verbindung hat. Ne? Also, dass dieser Mensch vielleicht im Außen nicht treu ist. Ne? Also, dass man hier im Außen immer Abenteuer sucht, drücke ich es jetzt mal aus. Ne? Das kann eine Sucht dieses Menschen sein. Oder es kann auch eine stoffgebundene Sucht sein. Alkohol, Drogen, Spielsucht, Sexsucht. Ne? Wo der Teufel hier immer einflüstert. Na? Also da müsst ihr schauen, wenn diese Liebe kommt, wie du damit umgehst. Also dieser Mensch bringt hier Süchte mit, Abhängigkeiten mit. Na? So, dann schauen wir uns mal unter das Kartendeck. Dann habe ich hier befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Genau, komm hier aus deinem Käfig raus, komm hier aus deinem Zaun raus. Befreie dich von Negativem. Na? Also hier wartet ein neuer Zyklus auf dich, der gelebt werden möchte. Und befreie dich hier aus deiner Tristheit, aus deiner Stagnation. Na? Und befreie dich dann hier vielleicht auch von diesen Menschen, wo du vielleicht nicht siehst oder nicht spürst, dass dieser Mensch immer noch toxische Gebundenheit mit sich bringt, eine Abhängigkeit mit sich bringt. Ne? Also du solltest dich auf jeden Fall, wenn dieser Mensch in dein Leben kommt und diese Abhängigkeit mitbringt, dich nicht abhängig machen lassen von diesem Menschen und auch nicht von dieser Verbindung. Davon solltest du dich auch befreien. Ne? Also wenn du nicht in diese Abhängigkeit kommst, dann kann vielleicht auch dieser Mensch aus dieser Abhängigkeit rauskommen. Durch die Liebe, die zwischen euch fließt. Das kriege ich gerade noch rein. Ne? Durch die Liebe, die zwischen euch fließt, wenn du es hier schaffst,
nicht dich wieder verstricken zu lassen in dieser Abhängigkeit durch diesen Menschen, durch diese Verbindung, sondern auf dich schaust und auf deine Leidenschaft, auf deine Passion, auf deinen Herrscher in dir, ne? Dann schafft es vielleicht auch dieser Mensch aus dieser Abhängigkeit rauszukommen, ne? Wenn du geheilt bist, kann vielleicht auch bei diesem Menschen Heilung geschehen. Das kriege ich hier noch am Schluss rein. Und dann habe ich hier, dies könnte der Richtige sein. Du bist dem Liebespartner, den du suchst, bereits begegnet. Ja? Also es kann durchaus dieser Mensch sein, der dich hier verletzt hat. Oder im Unterbewusstsein, was du nicht wahrnimmst, ist dieser Mensch schon in deinem Leben. Das kann auch ein neuer Mensch sein. Na? Also schau da bitte auf deine Situation, was da am besten auf dich zutrifft. Dann ziehe ich dir hier nochmal eine Amorsbotschaft. Ja, also gar nichts raus. Zwillingsseelen, eure Leidenschaft ist entflammt. Ja, also hier habe ich ja viel Feuer, hier ist viel Leidenschaft zwischen euch. Ne? Das ist schon dieser Mensch hier. Genau. Also ihr seid hier stark verbunden. Ne? Nur dieser Teufel, der hier liegt, gefällt mir nicht. Aber den könnte man durch diese Liebe heilen, wenn du bei dir bleibst und nicht in diese Abhängigkeit mit reintriftest. Ne? Das kann bei diesem Menschen eine stoffgebundene Abhängigkeit sein. Und durch so ein Spiegelthema, was man bei Zwillingsseelen hat, kommst du in eine Abhängigkeit zu diesem Menschen und in dieser Verbindung, dass du dann nichts mehr anderes siehst, ne? Und es ist ganz wichtig, dass das nicht nochmal passiert. Ja, sonst wirst du hier wieder von hinten erdolcht. Sonst wirst du hier wieder, wird hier wieder dein Herz durchbohrt. Also davon darfst du dich befreien. Ja? Ansonsten kann das eine schöne Verbindung sein. Ne? Und hier keine Angst haben vor deinen eigenen Themen. Ganz, ganz wichtig, dass du die in die Heilung bringst und dir anschaust. Ganz, ganz wichtig. Ja? Ihr lieben Feuerzeichen. Danke, dass ihr mir bisher zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, dann würde ich mich ganz, ganz sehr darüber freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch und über eure lieben Kommentare sowieso. Dann wünsche ich euch einen ganz zauberhaften Sommer und wir sehen uns hoffentlich am Sonntag wieder zu der Wochenenergie. Bis dahin macht's gut und eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.